Wie sieht die Männerwelt dich? Willkommen zu dieser Legung. Ich fange gleich mit einem Lenormand-Deck an und sehe mir genauer an, wie es bei dir aussieht, wenn es um dich eben geht. Ja, welche Energien strahlst du aus? Und dann sehen wir schon, wie die Männerwelt dich wahrnimmt. Was denken die von dir? Wie verhältst du dich in deren Augen? Erstmal deine Energien. Wie wirkst du? Du wirkst ein wenig gefangen, indem dass du deine tiefsten Sehnsüchte hier ein wenig, sei es vernachlässigst, oder du kannst dich nicht so ausleben und dich so zeigen, wie du bist. Hier kann es auch sich darum drehen, dass du nicht zu 100% dich ausleben kannst. Egal, womit es jetzt zu tun hat, ne? Untersuche mal bei dir, ist es vielleicht jetzt auch wirklich dein Thema und das strahlst du jetzt aus. Ja, du würdest gerne mehr von dir zeigen wollen, mehr auch ausleben wollen, was dich ausmacht. Ja, sogar auf der Seele der Ebene, auf der Seelenebene würdest du das am besten zeigen wollen. Aber hier sehe ich schon mal, wie so eine Art Blockade bei dir, ne? Sei es, es wiederholt sich immer wieder etwas. Man sieht dich auch als einen guten Freund. Du kannst auch super gut zuhören und scheinst aber auch jetzt eine zu sein, die nicht den leichtesten Weg für sich ausgesucht hat. Das heißt, du hast nun mal diese deine Sehnsüchte, du möchtest hier etwas erreichen, was nicht einfach so, nachdem man mit den Fingern geschnipst hat, ne, plötzlich so magischerweise erscheint. Du traust dich, schwere Wege zu gehen. Ja? Dafür hast du auch einen solchen Charakter, wo du womöglich auch eben durch dein Leben schon ganz viel gesehen hast. Ja, kannst auch ein gebranntes Kind sein. Es fällt dir nicht alles einfach so in die Wiege oder vom Himmel in den Mund, ja, so dass du nur noch schlucken musst und dich gar nicht hier bemühen sollst. Nein, das ist eine Frau, die aber trotzdem, ne, wenn sie auch diesen schweren Weg hier für sich selbst ausgesucht hat, hat sie eben auch Flügel, ihre Flügel noch behalten. Ne? Wenn es für sie sein soll, dann kann sie hier auch mal fliegen, mal über das eine oder das andere Problem mal überfliegen. Ja? Das heißt ja nicht, dass du nur noch so träge bist und ja, dir extra nur noch so viele Steine in deinen Rucksack packst, damit es noch schwerer wird, sodass du dann irgendwann kriechen musst. Nein, es ist bewusst und du gehst mit so einem leichten Schritt auch diesen deinen Weg. Ja, so wirkst du auf die Männerwelt. Okay, eine gute Freundin, super Zuhörerin, vielleicht bist du sehr treu, du bist loyal, du kannst es sein. Und wenn die Männer das von dir alles wissen, wie zeigen sie sich dir gegenüber? Also ein bisschen mehr allgemeine Energie. Die zeigen sich so, wie es rechtens ist in der Öffentlichkeit. Ja, so wie die Regeln sind, so wie die Normen, das Vorschreiben. So ein bisschen allgemein. Was noch? Haha. Kann auch gut sein, dass hier einige dabei sind, die dir nicht so gerne zuhören, wenn es anfängt, heikel für die zu werden. Ja, da wollen die das nicht mehr wahrnehmen und versuchen das so tatsächlich mehr allgemeiner zu halten. Unverbindlich auch zu halten. Warum geschieht das hier?
Weil du zu liebevoll bist, weil du zu viele Gefühle in dir hast, weil du sehr verträumt bist, weil du sehr gefühlsbetont bist. Wieso sehe ich hier noch einen Storch? Kann sein, dass es hier sich auch noch um bei einigen, ja, das ist eine spezielle Info jetzt aus dem Flow. Wenn du eben, vielleicht ist es ein ganz bestimmter Mann, einige werden schon auf einen bestimmten schauen, wenn du da auch Kinderwunsch hast, ne, und so viel Gefühl, das ist einfach too much für diesen einen bestimmten Mann. Okay? Das war jetzt nur noch für einige von euch wichtige Information. Weiter. Weil du zu gefühlsbetont bist, weil du was noch? Weil das kippen kann, ja? Mal bist du sehr offen, sehr emotional und mal gibt es da eben ja eine bestimmte Trägheit, wie sie das wahrnehmen. Das muss jetzt überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, wie du wirklich bist. Ja, das ist eine Fremdwahrnehmung von Männern und Männer nehmen ja auf deren eigene Art und Weise sich wahr. Na, hör dir das einfach zu und dann wird es sich schon legen als Info. Möchte ich das hier noch ein wenig? Aha, die verstehen, dass du jemanden Starken brauchst in deinem Leben, wie solch ein Bär. Hier kommt ein Bär zum Vorschein. Und damit eben dieser Mann sich so gibt, soll er dir natürlich auch wohl etwas mehr versprechen können. Ja, ich kann mir gut denken, ne, weil das jetzt allgemein auch um die Männer geht. Nicht jeder kann dir was versprechen. Ja, die können dir versprechen, aber es nicht einhalten. Das ist eine andere Geschichte. Aber die wissen schon, okay, hier ist es für mich so eine Nummer, ja, eine schwere Nummer. Hier komme ich nicht einfach mal so mit irgendwelchen leeren Hülsen bei ihr an. Ja, wenn schon, dann ist es etwas Wichtiges, Globales, so ganz Grandioses, vielleicht nicht mal übertrieben, ja, aber ja, es ist nun mal so, die Frauen, die sind da auch von der Natur auch sehr viel mehr gefühlsbetonter, wobei es gibt auch sehr gefühlsbetonte Männer. Wie wirkst du auf die Männer jetzt noch mehr rein? Wie wirkst du auf die Männer? Du bist gesellig auch an sich. Wenn du es für stimmig hältst, ne, wenn du es okay findest, dass du dich, sei es mir, zeigen musst in der Öffentlichkeit, kannst du eben sich so zeigen, wie es eben erwartet wird von dir. Aber hier immer wieder mal diese Information, dass du deinen eigenen Weg hast. Ja, du kannst auch mit den anderen auskommen, aber du hast deinen eigenen Weg. Und du hast vielleicht deinen eigenen Traum, ja, oder Träume, ganz viele Träume. Und das nehmen sie auch so wahr. Vielleicht sogar wollen die das nicht so hören, ja. Besonders wenn es jetzt um das erste Mal geht, wo man sich so trifft, ne, da kommt vielleicht so viel, du bist ja wie so eine Königin der Kirche eben, ne? Ganz emotional und da redest du und erzählst, was du dir alles Wunderbares vorstellen kannst. Und das hört sich so gut an, ja, du liebe Seele. Aber es gibt nun mal welche, die nicht in der Lage sind, dir das Ganze anzubieten. Ja, das ist so wie eine Art, nee, sie ist mir zu verträumt, sie hat viel zu hohe Maßstäbe auch. Und wenn du da jetzt diese Männer eben scannst, ne, denn es geht ja um die Personen, die du womöglich auch kennst, dann sollst du wissen, hier ist es nochmal ganz eindeutig für dich, diese Männer blockieren, weil die denken, die sind eben nicht diese Bären. Ja? Die haben das einfach nicht zu so viel Prozent, wie du das brauchst.
Das ist jetzt eine Botschaft, die ich jetzt hier sogar doppelt bestätigt bekommen habe. Also da kannst du dir jetzt sicher sein. Genau deshalb sind die dann weniger bereit, dir zuzuhören, weniger bereit, dir entgegenzukommen und auch auf Augenhöhe mit dir zu kommunizieren. Wie kannst du das bei dir so einrichten, so dass es, sei es verschwindet? Natürlich muss man da schauen, mit wem hat man da zu tun. Ja? Es ist schon ein Zeichen dafür, dass du schon mal darauf achten sollst, mit wem hast du überhaupt Umgang. Ne? Wenn das die Menschen sind, die nicht wirklich auf deiner Energiewelle schwingen, dann sollst du schon was unternehmen. Ne? Was könntest du unternehmen? Die Sonne noch mehr positiver werden. Noch mehr positiver werden und auch... Und nicht nur positiv eben. Ja, Sonne und der Mond. Denn beides macht das Glück aus. Cool. Genau beides. Ja, sei es beide Energien. Es gibt nicht nur, oh, alles ist wunderschön, alles ist perfekt, wir werden uns verlieben, wir werden so glücklich sein, bla bla bla, ohne dass wir uns jemals streiten. Nee, das funktioniert nicht. Ne? Konflikte, die sind das einzig Beständige. Und die sind auch gut, damit die Menschen auch viel daraus lernen, damit sie sich auch weiterentwickeln und nicht in einer Beziehung untergehen. Okay, das ist so ein Ratschlag, wo du dich, das ist so wie eine Art Persönlichkeitsarbeit, ne? Da sollst du schauen, okay, wie ist es dann bei dir bestellt, wenn es auch um etwas mehr Negativeres geht oder so, dass du dir dann das auch anschaust, ne? So dass du vor diesen Männern nicht zu positiv auftauchst, weißt du, weil die sind eben das Gegenteil von dir. Du erzählst da von weiß ich nicht, von schönen Sachen und die so, wo hat sie das denn alles her? Ja, das Leben ist nicht so. Ich übertreibe jetzt extra, damit du abfängst, in welcher Dosierung ist es bei dir ausgeprägt. Ja, das ist jetzt an dir, das zu interpretieren. Ich übertreibe extra, okay? Und da sollst du schauen, okay, sei es auch den Partner nicht zu idealisieren, ja? Nicht denken, dass da plötzlich alles sowas von ändert und plötzlich ist man in so einem Paradies. Sogar für Männer, die normal ticken, ja, für die guten Männer in dieser deiner Umgebung, ist das vielleicht zu abgehoben, ja, auch für die Bodenständigen, denn die wissen, ja, mal sind die gestresst, mal haben die deren, weiß ich nicht, Probleme, ja, mal das, mal jenes. Und sieh da kommt so eine aufgeräumte Herrscherin, sie hatte sich ganz viele Legungen reingezogen von Anna und da kommt sie nun mal und plötzlich gibt es da nichts, was schieflaufen kann. Nee, so wollen wir das hier auch nicht betreiben, ja? Wir bleiben bodenständig und das ist jetzt für dich so eine Inspiration, eine Inspo für dich, ja? Was noch würde dich unterstützen? Um ein Wunder bieten. Du kannst um ein Wunder bieten. Beurteilung, Untergang des Egos, deinen Sinn verwirklichen. Das sind eben deine Sehnsüchte. Ja, wenn ich da jetzt so tief einsteige, das ist fast schon psychoanalytisch. Du sollst auch noch schauen, wie fühlst du dich ja eben im Leben? Na, wie geht es dir? Verwirklichst du jetzt schon deinen Sinn oder verwirfst du es? Während du mit Männern umgehst oder mit einem Mann, während du in einer Beziehung bist, kannst du immer noch deinen Sinn verwirklichen. Hast du schon deinen Sinn? Ja, sind das vielleicht sogar mehrere, sei es Ziele, denn wir haben darüber gesprochen, Sehnsüchte, Sinn, sei es das Leben, jeder von euch wird das anders bezeichnen und benennen können. Und ja, um einen Wunder zu bitten, damit es hier eben um Höheres geht, um noch mehr Höheres geht.
Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt für eine Info, Untergang des Egos, na, mit wem hat es dann jetzt zu tun, ob die Männer zu egoistisch sind, ob die dann nur noch daran denken, eben, oh, ich bin manchmal krank, manchmal verdiene ich nicht so viel. Na, das sind alle so Gründe, die sind alle Ego behaftet. Ne? Unsere Seele juckt es nicht, wie viel wir verdienen. Unsere Seele interessiert es, ob wir unseren Sinn verwirklichen. Ja, ob wir auch an Wunder glauben, ob es uns gut geht in dem Sinne, wo wir uns als Menschen wohlfühlen auf dieser Erde. Das interessiert die Seele. Und das hier alles, wo diese Beurteilung auch hier stattfindet, ja, die basiert mir auf diese Ego-Geschichte. Und aus diesem Grund sagte ich ja auch, ne, vielleicht gehst du mit zu Ego behafteten Menschen um. Denn die können dann dich wohl nicht verstehen, wenn du dann mehr auf Seelenebene schwingst, ja, und auf einer anderen Schwinghöhe kommst, sind dir die einfach nun mal woanders, von der Frequenz her. Und du kannst nicht von einem Elefanten erwarten, dass dieser fliegen kann, ja. Also schön, auch wenn es um die Ansprüche geht oder um die Erwartungen, damit man da auch nicht enttäuscht wird von der Person und nicht sagt, ach, ich habe so viel investiert und so viel erwartet. Aber dieser Mann war nie dafür geschaffen worden, das Ganze zu vollbringen. Ja, das steht nicht in seinem Lebensplan. Das hat er sich nicht ausgesucht. Er hat sich was anderes ausgesucht. Lass uns mal Manara befragen. Habe ich lange schon mal nicht mehr mit diesem Deck gearbeitet. Oh, wenn es ein bisschen heißer gehen soll, dann bist du schon eine heiße. Heiße, aber eben diese Einzelgängerin, jetzt schnalle ich. Ja, jetzt ist das Ganze hier, ich habe meinen eigenen Weg, ich bin eine Katze, ich gehe alleine spazieren, ich weiß, was ich mag, aber dennoch sehr gefühlsbetont, auch sehr leidenschaftlich. Ja, du kannst so die Herzen von den Männern nur so verschlingen. Und du lässt auch dich gerne auf große Gefühle ein. Du erlaubst auch oft den Männern, dir noch mehr Liebe anzutun. Ja, noch mehr Gefühle, je mehr, desto besser. Sehen Sie dich noch? Aha. Dass du oft die Regeln eben brichst, ja, dass du hier auch Dinge unternehmen kannst, die sie sehr widerspruchgeladen sind. Mal bist du wie keusch, ja, wie so eine Nonne, und mal erlaubst du dir Dinge, wo die denken, wo kommt das her? Welche Filme hatte sie sich da angeschaut, dass sie da jetzt plötzlich so drauf ist? Wie sehen sich die Männer noch? Jetzt eine spezielle Info. Einige denken sich, dass du nicht so glücklich warst in deiner früheren Beziehung mit deinem Ex. Vielleicht, dass du in der Ehe unglücklich warst. Ja, das ist ja sehr spezifisch. Ich will das ja eh sowieso mehr ausbreiten. Naja, das ist sie eben. Sie ist von einem anderen Schlag. Ja, sie ist von einem anderen Schlag und aus diesem Grund haue ich ab. Na, diese Karte kennen wir schon. Hier sieht man, er ist so klein und sie ist ja so riesig. Na, sie spielt nicht in meiner Liga. Ich haue ab. Ich bin aber selbst, ja, ich bin gut gekleidet. Ich bin selbst kein Depp. Na, wohl habe ich was erreicht in meinem Leben. Aber die ist mir einfach eine Riesin. Ich ziehe dir gleich noch Orakelkarten, keine Bedenken, ja, es ist niemals zu spät, hier etwas zu richten, muss nicht drastisch sein, also es können schon einfache Schritte sein. Und trotzdem bist du interessant, man möchte dir zusehen, dich beobachten, was du als nächstes alles Cooles von dir zeigst, welche deine andere Seite gibt es dann noch, denn du bist auch als Persönlichkeit sehr facettenreich. Ja, und du magst es auch, andere zu überraschen. Zu solchen vielleicht sogar mal Eskapaden
neigst du mal, ja, dich exzentrisch zu zeigen, wo die anderen sich womöglich nicht trauen würden, das erlaubst du dir dann. Und das ist interessant zu beobachten. Vielleicht merkst du auch nicht, wie die dann doch trotzdem noch ganz neugierige Augen machen und versuchen, so viel Infos wie möglich über dich zu erhaschen. Okay, wie wollen wir das dann richten? Wie, ob du das möchtest? Wie soll das geschehen? Altes Ade, neues Willkommen. Du hast einen Teil deines Lebens abgeschlossen und jetzt fängt ein neuer und sogar viel besserer Teil an. So viel muss man da nicht machen, ne? Einfach altes Ade, auch wenn das die Männer waren, die wirklich nicht diejenigen sind, die du vielleicht sogar aussuchen würdest. Ja, du würdest sie da von oben beobachten und schauen, wie die da abhauen, wie die da gar keine Bären sind. Ja, diese starken Bären. Ja, und du guckst sie nur noch so und denkst dir, na gut, ich bin ja da sowieso jetzt schon mal raus. Ne? Bitte um das, was du möchtest. Teile dem Universum und anderen Menschen mit, was du brauchst. Was du brauchst. Ja? Sei es für dich selbst zu entscheiden, welche Männer um mich herum möchte ich haben, welche Qualitäten sollen die haben. Dein Wunsch wird erfüllt. Cool, wenn du das dann anfragst, dann wird es auch noch erfüllt. Worum du gebeten hast, das wird geschehen. Schön, ich würde dir vorschlagen, wenn dieses Video jetzt zu Ende ist, dann nimm dir noch ein paar Sekunden Zeit, überleg dir, welche Qualitäten sollen die haben. Ja, das soll natürlich mit dir resonieren. Es soll in Resonanz mit dir sein, mit deinem Inneren. Ja, hör auf deine Seele und auf dein Herz und wünsch dir das. Ja, auch ruhig, kannst auch ruhig über, weiß ich nicht, sogar Aussehen denken. Ja, es ist eigentlich egal. Alles, was du brauchst, alles, was du willst, kannst du machen. Ne? Brauchen ist auch schon so ein Wort. Alles, was du möchtest, was du anziehen möchtest, muss nicht heißen, dass du da jetzt deinen Traummann irgendwie manifestierst. Nein, es geht jetzt allgemein um die Energien. Welche Energien sollen um dich herum sein? Die sollen schon anders sein, das haben wir gesehen. Ja, die passen nicht zu deinen Energien. Ja, und das ist für dich immer ein Zeichen. Denn das, was im Außen geschieht, zeigt uns, was bei uns im Inneren ist. Ja, und wenn es nicht matcht, da muss man schon richtig überlegen, was mache ich falsch oder was mache ich nicht so, wie es sein sollte, ne, damit ich dann auch zufriedener bin, damit meine Lebensqualität noch eine bessere ist. Jetzt habe ich hier zu Steinen gegriffen. Oh, hier kommt ein roter Beryl. Da kann ich jetzt aus dem Stegreif heraus hier nichts sagen. Muss immer schnell in mein Büchlein für dich schauen. Ansonsten like dieses Video, abonniere meinen Kanal wie gewohnt. Und ich schaue für dich jetzt schnell nach. Tatkraft, Mut, voller Kraft, voraus, entschlossenes Handeln. Lass alles los, was dir im Weg stehen könnte. Perfekt. Handle aus der inneren Überzeugung heraus, die dir sagt, dass du deine Beziehungen pflegen sollst, um dein Leben mit Liebe zu erfüllen. Für To-Do-Listen ist immer noch Zeit genug. Heute sollst du dich mit den Menschen, die dir am Herzen liegen, verbinden und dich jenen zuwenden, die besser kennenzulernen, du dir vorgenommen hast. Das Universum läuft jetzt auf Hochtouren, um der Liebe zu ihrem Recht zu verhelfen. Es möchte, dass du aufhörst, dich zu sehr auf deine Alltagspflichten zu konzentrieren, die dich aufreiben. Setze deine Beziehungen jetzt an erster Stelle und erkenne, dass du alles hast, um Zufriedenheit und Erfüllung zu finden. Also, ruhig dir Zeit nehmen, auch wenn du denkst, du musst jetzt noch weiteres erledigen, kochen, putzen, einkaufen oder deine Dissertation zu Ende schreiben. Kannst du auch später machen. Ich bin auf deine Kommentare gespannt, hat mich sehr gefreut, für dich Karten zu legen. Wir sehen uns schon mal bald. Ciao.